Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine wunderschöne Geburtstagskarte basteln, die irgendwie ein bisschen schlichter ist und trotzdem so ein kleiner Hingucker mit der wunderschönen Libelle, die da so schön glänzt, die ist auch doppelt hinterlegt und wie das Ganze funktioniert. Und ich zeige euch auch einige neue Produkte aus dem neuen Katalog, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So. Und zwar braucht ihr als Material ein bisschen Farbkarton. Ich habe hier einfach mal eine Grundkarte, die hat das Maß, wie ihr sie immer bei mir kennt, eigentlich 21 cm x 14 cm und gefalzt ist sie an der langen Seite bei 10,5 cm. So habt ihr diese typische Klappaufkarte, die mache ich eigentlich ständig. Dann habe ich ein Stück Grundweiß in dem Maß 11,5 x 8,5 und ein Designerpapier mit dem Maß 13,5 x 10 cm. Wir wählen jetzt dann nachher noch aus, welche Seite wir verwenden. Ich mache sie also ein bisschen von der Farbe anders als auf meiner ersten Karte. Dann könnt ihr sehen, was euch besser gefällt. Ich habe nochmal ein Stück Grundweiß und ich nehme auch noch Pergamentpapier. Ich habe hier schon was hergerichtet, aber ich glaube, wir machen das nochmal zusammen und nicht in Weiß, sondern in Silber. Das zeige ich euch gleich. Genau, also ihr braucht auch noch so einen kleinen Rest in Weiß. Und eben noch ein bisschen Pergamentpapier. Genau, und was ich noch eben benutzt habe, ist einmal das Farbkarton-Pergamentpapier. Und aus der aktuellen Celebration-Broschüre ist es das Papier Ombre. Hat diese Bestellnummer. Und es hat wirklich ganz, ganz tolle Farben, finde ich. Und schöne Farbverläufe. Also ich habe jetzt heute mal das in Brombeermus und ich glaube, das ist grüner Apfel rausgesucht. Auf meiner Musterkarte hatte ich dieses hier. Das fand ich so schön mit diesem Farbverlauf von hell auf dunkel. Auf diesem Papier sieht es auch total schön aus. Also ich habe das dann auch gedreht. Das wäre auch eine super schöne Variante. Und ich finde, es ist echt ein cooles Papier mit schönen Farben und eben diesen Kreisen. Das sieht schon sehr schön aus. Ich habe immer diesen Kreiseffekt und diesen Ombre-Effekt. Ich glaube, das war es mal so kurz so drüber geflattert. Ja, genau. Und eben immer mit diesem Farbverlauf von heller in dunkel. Das ist einfach total schön. Genau, das habe ich mir rausgenommen. Und wir legen jetzt eigentlich gleich mal los mit dem Pergament und fangen an mit Stempeln, würde ich sagen. Also das erste, was ich mir jetzt schnapp, ist das Stempelset Libellengarten. Da blende ich euch auch die Bestellnummer ein, ich habe es noch nicht beschriftet. Das benutze ich und zwar nämlich diese Libelle hier mit diesen, die sind unten ein bisschen unterschiedlich und von den Flügeln auch. Ich nehme jetzt diese hier unten. Dann nehme ich auch als Stempelset hier den Tintentraum, den könnt ihr auch in der Celebration, das ist eine 120 Euro Bestellwert Celebration, den könnt ihr euch da gratis aussuchen. Dann nehme ich diese kleinen Punkte, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr Punkte auch aufmalen oder ihr habt vielleicht noch irgendwo Punkte in irgendeinem Stempelset. Und dann nehme ich noch die besonderen Momente, die haben diese Bestellnummer und dann nehme ich meinen herzlichen Glückwunschspruch, der passt immer zu allem und ich finde die Schrift so schön. Und diese drei Stempelsets verwende ich heute. Habe ich mir die Stempel auch schon aufgezogen und ich würde jetzt anfangen mit Embossen und zwar embossen wir heute auf Pergamentpapier. Das Ganze mache ich mit dem silbernen Prägepulver und beim Embossen braucht man natürlich immer die Versamark-Tinte. Genau. Und dann nehme ich jetzt eben die Libelle, gehe mir zuerst mal in die Versamark-Tinte rein. So eine Klebetinte ist das, da hebt das Pulver dann sehr gut und stempel mir das jetzt einmal schön hier gerade ab. Ihr werdet jetzt noch nicht viel sehen, aber ich zeige es euch gleich nah, beziehungsweise mit Pulver. Also es sieht jetzt so aus. Ein bisschen sieht man es. Und wenn ich jetzt das Pulver drauf mache, dann sieht man es gleich besser. Ich streue da einfach ein bisschen drüber, klopfe mir das so ein bisschen ab. Und werden wir das jetzt mit dem Erhitzungstool gleich mal erhitzen und schmelzen und bekommen dann diesen wunderschönen Schimmer hin. Die Bestellnummer von dem Erhitzungsgerät ist das hier und ich lasse euch da kurz den Zeitraffer oder Musik laufen, dass es nicht so laut ist. Das geht echt rucki zucki und ist ein total schönes Ergebnis und so elegant und fein. Also ich finde das wunderschön. Und wenn ihr gerade beim Embossen seid, könnt ihr auf Flüsterweiß auch euren herzlichen Glückwunsch noch embossen. Das habe ich auch schon in Silber gemacht. Ich hatte es jetzt schon fertig, deswegen habe ich es nicht gleich mitgemacht. Aber das könnt ihr machen. Noch eine kleine Info, ihr habt bei diesem Gerät zwei Einstellungen, aber ich nehme eigentlich immer die zweite. Also ich weiß schon, dass man das bei dem
Pergamentpapier auch gerne mal mit der ersten Einstellung macht, aber ich mache es eigentlich immer mit der zweiten ganz automatisch und das funktioniert bei mir trotzdem ganz gut. Und jetzt nehme ich mir die passende Stanze, das ist so eine Libellenstanze. Da kann man zwei Libellen gleichzeitig ausstanzen und die passt hier perfekt um den Stempelabdruck bzw. um das Emboste und stanze mir das einmal so aus. Und wir brauchen beide dann für unsere Karte, also nicht das eine Teil wegschmeißen. Als nächstes schnappe ich mir meine Stanz- und Prägemaschine. Wenn ihr keine habt, macht es nichts. Also ihr könnt es natürlich auch ohne machen. Ihr könnt natürlich auch ohne Embossen die ganze Karte basteln. Also es muss überhaupt gar nicht sein, dass man das embosst. Ihr könnt es natürlich auch stempeln mit einer schönen Farbe auf einem weißen Papier. Das geht ganz genauso. Das muss man nicht unbedingt embossen. Das kann man eben auch mit einer ganz, sagen wir mal, eine kleinere Bastelausrüstung genauso basteln. Und jetzt schnappe ich mir eine Prägeform. Ich nehme jetzt hier das antike Papier und lege mir da mein Designerpapier einmal ein. Das ist die Bestellnummer. Und werde mir das jetzt einmal durch die Stanzmaschine durchkurbeln. Das ist einfach noch so ein kleiner Zusatzeffekt. Durch das, dass es eine 3D-Prägeform ist, brauche ich unten die dicke Platte, dann meine Prägeform mit dem Papier und oben drüber diese graue Platte, die hat die Nummer 4, die hier. Und kurbel mir das einfach einmal durch. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Effekt auf mein Designerpapier. Ich zeige euch das gleich, aber ihr müsst es natürlich nicht machen. Also, wenn ihr jetzt keine Stanz- und Prägemaschine habt, dann könnt ihr diesen Schritt erstens komplett weglassen. Ihr seht das jetzt hier, es sieht ganz cool aus, es hat wirklich nochmal so einen besonderen Effekt, aber wie gesagt, ohne das geht es genauso. Ihr seht es auch hier, da passt natürlich das mit dem Ombrepapier super, sieht ein bisschen aus wie Wasser, aber ich wollte es eben auch mal noch ein bisschen anders zeigen und deswegen machen wir das wahrscheinlich heute in grün oder eben in lila, mal gucken. Und jetzt geht es erstmal noch ans Stempeln. Und fürs Stempeln nehme ich mir jetzt ein paar Farben raus, so richtig schöne Sommerfarben. Ich habe hier einmal Bermuda-Blau. Flamingo-Rot, ja, ich kann es auch einfach anders halten, Mango-Gelb, kann man gar nicht mehr lesen, Entschuldigung, Mango-Gelb und grüner Apfel, das sind die Bestellnummern. Also einfach ganz frische Farben, die total schön sind, finde ich, die super zusammenpassen, auch mit dem ganzen Papier. Die mache ich mir jetzt einfach schnell auf, lege mir die hier hin und nehme mir mein fürsterweißes Papier mit dem Maß 11,5 x 8,5 cm raus. Und ich nehme mir jetzt auch noch mal einen Reinigungsprofi her. Das hat diese Bestellnummer. Das ist einfach so ein feuchteres Pad. Das kann man auch zwischendurch immer wieder mit Wasser einsprühen, wenn es ganz getrocknet ist. Bei mir ist es eh noch feucht, aber und es sieht schrecklich aus, aber das gehört so, das macht nichts. Aber hier kann ich zwischendrin immer meinen Stempel reinigen. Und dann nehme ich mir eben diese kleinen Punkte und werde mir die jetzt in den Hintergrund machen. Und ich fange immer mit der hellsten Farbe an. Und diesmal mache ich es genau andersrum. Da fange ich jetzt mal hier oben an. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Ich kann mir zwischendurch immer wieder ein bisschen den Stempel sauber machen, indem ich hier in das Pad tupfe. Ich hoffe, ihr seht das noch. Dann habe ich jetzt ein bisschen viel Wasser noch hingespritzt. Das hätte ich gar nicht machen brauchen. Trockne ich mal sicherheitshalber noch mal kurz zwischendurch. Dann nehme ich mir das Flamingo-Rot, drehe mir den Stempel einfach ein bisschen und setze mir den hier so schief unten drunter. Nochmal ins Pad gehen. Dann nehme ich die nächste Farbe, das grüne Apfel. Da lasse ich jetzt so eine leichte Lücke für die Libelle nachher. Und die letzte Farbe ist Bermuda-Blau. Drehe mir den Stempel noch einmal und setze mir den hier unten noch drauf. Putze mir den Stempel kurz ab. Und dann sieht das Ganze so aus. Also einfach diese Punkte so aneinander gekettet eigentlich. Und was ich gemeint habe, ich mache es genau andersrum. Ich habe hier oben mit Blau und Grün angefangen und mache es halt hier jetzt von hell nach dunkel so. Also könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Genau, ich packe mal kurz die Farben weg. Und mein embosstes Schild, das habe ich mit einer Stanzform ausgestanzt, die ist auch ganz neu. Das ist hier so eine ganz coole Form und zwar die größere Form. Passt dann nämlich perfekt außenrum um dieses herzlichen Glückwunsch. Und es nennt sich Florale Kunst Stanzformen. Blende ich euch auch die Bestellnummern ein. Da habe ich euch schon eine Karte damit gezeigt. Die kann ich euch auch hier oben unter dem weißen i verlinken. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Teil und dann sind wir auch schon fertig. Ich stanze mir jetzt hier einfach nur noch mal schnell die große Libelle aus. Die kleine kommt auch noch mal mit raus, aber ich brauche jetzt nur die große. Und jetzt haben wir schon alle Teile für unsere Karte und können ans Zusammenbauen gehen.
Okay, als erstes schnappe ich mir mal die Grundkarte und klebe mir hier mein Designerpapier auf. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, wie es uns am besten gefällt. Also ich glaube, ich nehme schon das Grüne. Das finde ich noch ein bisschen frischer irgendwie von der Farbe. Und das klebe ich mir einfach mit dem Flüssigkleber auf. Und durch das, dass das Papier ja noch ein bisschen geprägt ist, streiche ich mir das wirklich schön glatt und klebe mir das schön bündig auf. Also das soll schon überall schön kleben und deswegen streiche ich mir das nochmal so richtig schön glatt überall. Super. Dann schnappe ich mir mein gestempeltes Papier und die Dimensionals, das sind diese Abstandsklebepads, und klebe mir da auch noch ein paar hinten drauf. Ich schneide auch immer ganz gern die Ränder so ein bisschen zu oder überhaupt, die kann man ja auch komplett auseinanderteilen, damit ich eine gute Auflagefläche habe, also dass das nirgendwo runterhängt, mache ich da immer noch ein bisschen mehr drauf. Und die Randstücke kann man auch super verwenden. Muss man dann hinten diese Klebefolie, diese Schutzfolie abziehen und dann klebt es perfekt. Das kommt jetzt einfach schön mittig da drauf. Und dann kommt schon meine Libelle. Und was ich hier noch immer ganz gerne mache, dass die noch so ein bisschen Schwung bekommt, falze ich mir die einfach so ein bisschen über mein Falzbein. Und das können wir ruhig auch mit der anderen machen. Ich habe jetzt bewusst noch die weiße mit da. Ich gucke jetzt mal, wie sie mit weiß ausschaut, damit ihr einfach noch einen zweiten Vergleich habt. Also ich finde, mit Weiß ist es auch sehr edel. Also das wirkt schon ganz gut, auch wenn das jetzt weiß auf weiß ist natürlich, aber es ist schon auch schön mit der weißen Libelle. Wir machen jetzt trotzdem die silberne, weil die einfach noch ein bisschen besser hervorsticht. Und hier mache ich so, durch das Pergamentpapier sieht man ja immer den Kleber. Da nehme ich mir jetzt einfach einen Klebepunkt, so einen Mini-Klebepunkt, roll mir den hier schön zusammen, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, und klebe mir den hier hinten einmal auf den Kopf der Libelle. Die ist nämlich sehr gut gefüllt. Das sieht man an den Klebern nicht auf der Rückseite. Und dann nehme ich noch ein zweites, roll mir das auch so ein bisschen zusammen. Und das ziehe ich mir so ein bisschen lang. Seht ihr? Und das klebe ich so unten und über den Körper. Und ich finde, wenn man das so lang zieht, dann sieht man das nachher nicht so richtig durch, dass da ein Kleber ist. Das sieht man eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt klebe ich mir das Ganze auf. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Ich lasse da nämlich so ein bisschen wie so ein Schatten. Also ich klebe das nicht genau übereinander, sondern so ein bisschen versetzt. Genau, dann kann man das schön aufstellen. So. Und die mache ich mir jetzt auch noch mit einem großen Dimensional dreidimensional hier drauf. Kommt also hier genau in diese Aussparung von meinem Stempel. Passt sie da super rein. Und dann habe ich noch das Schildchen und das mache ich hier unten noch so drüber. Da klebe ich auch noch zwei so halbierte Dimensionals auf. 1, 2. Und klebe mir das noch so ein kleines bisschen unten drüber über die Libelle und ein bisschen so unter den Flügel. Mal gucken. Ich glaube, so gefällt es mir ganz gut. Hier finde ich das sehr, sehr schön. Ich finde die Farbe im Hintergrund auch toll mit den Kreisen. Also das macht sich sehr gut. Das ist eine ganz frische Karte. Und dann haben wir noch die kleinen Libellen. Die haben wir ja mit ausgestanzt und die verwenden wir jetzt auch gleich. Die falte ich auch noch so ein bisschen und da klebe ich einfach auch nochmal so ein bisschen langgezogenes, eingerolltes Mini-Klebepünktchen da unten rein. Und das, finde ich, fällt dann gar nicht mehr so auf, dass da ein Kleber unten dran ist. Wenn das so lang gezogen ist. Also ein bisschen sieht man immer natürlich, aber jetzt wirklich nur, wenn man ganz genau hinschaut, glaube ich. So sieht das Ganze dann aus. Mit der weißen mache ich auch gleich nochmal eine Karte, glaube ich, weil ich finde, die Karte ist so schön. Und jetzt könnt ihr noch ein bisschen Wink of Stella verwenden. Ich nehme jetzt noch ein paar Glitzis. Die haben diese Bestellnummer. Einfach noch ein bisschen Funkeln reinbringen und das passt ja richtig gut zu dieser schlichten Karte. Dann noch 3 so Glitzersteinchen reinbauen.
Mal hier oben noch eins hin oder so. Das kann vielleicht noch ein bisschen weiter runter, wenn es noch weggehen mag. Ja, super. Also ich finde, die Karte ist super schön, ehrlich. Also die ist ja eigentlich total einfach und ganz schnell gemacht auch, aber ich finde, die hat was total Besonderes. Mir gefällt die richtig, richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Vielleicht mache ich jetzt tatsächlich noch mit der weißen eine Version. Glaube ich, die mache ich noch schnell und zeige es euch dann gleich noch kurz. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich immer drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich was Neues hochlade, ein neues Video. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, kreativiert was Neues, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss! So ihr Lieben, eine ganz kurze andere Version habe ich euch jetzt noch schnell nachgebastelt. Und zwar ist es jetzt mit der weißen Embossen-Libelle und hinterlegt ist es mit dem Ombre-Papier mit der Rückseite. Also ich habe jetzt hier nochmal das Blau und Rötliche genommen. Also wenn man es umdreht, ist eben die blaue Version im Hintergrund. Und jetzt habe ich eben so eine blaue Libelle hinterlegt und mit Weiß embossed. Und der Spruch ist jetzt auch eben einfach nur gestempelt. Also das ist jetzt die dritte Variante, so habt ihr jetzt mal drei Farben, ganz frische Farben, wie ich finde, drei Möglichkeiten und könnt euch aussuchen, was euch am besten gefällt.